Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Project Cars 3. Während ich subtil versucht habe, mein Mikrofonkabel zu finden, um das Spiel ein bisschen leiser zu drehen, was nicht funktioniert hat. Ja, wir sind in Monaco unterwegs, und zwar in einem Formel-E-Auto, und zwar von René Rast. Rastadigi, wie er auch in privaten Kreisen immer wieder genannt wird. Und da habe ich schon mal ein bisschen vorgelegt. Ich habe vor ein, zwei Tagen jetzt mal ein bisschen gezockt und habe mal ein paar Runden gedreht, um auch mal zu gucken, wie ich mit dem Controller klarkomme. Ich wollte eigentlich mit dem Lenkrad fahren, habe dann aber gemerkt, das ist, glaube ich, das falsche Auto, um das mit dem Lenkrad zu testen, weil das hat sich wirklich ganz seltsam gesteuert. Oder irgendwas war bei meinen Lenkrad-Settings komisch, wie dem auch sei. Irgendwas war weird, deswegen bin ich jetzt wieder mit dem Controller unterwegs. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein und gucken mal, wo wir uns hier in Sachen Hot Lap positionieren können. 1:36,4 ist meine persönliche Bestzeit. 1:36,418. Das war noch Gold 2. Und da geht sicher noch was. Ein Formel-E-Auto hat keine Gänge. Das heißt, wir beschleunigen einmal durch. Was man aber beachten muss, in der Realität zumindest, ist, dass ein Formel-E-Auto nur begrenzt Leistung zur Verfügung hat. Das heißt, ihr habt im Idealfall auch, ich rede lieber gleich über das Fahrzeug. Wir fahren den Formel-1-Kurs, by the way. Das war super schlecht. Na, ja, mal gucken, was ich direkt als erste Zeit so schaffe. Das ist heute mal ungewohnt schlecht von mir. Trotzdem war das eine 1:36,1. Was habe ich denn davor Übles gemacht? Das ist ja furchtbar. Wie kann ich damit noch auf 1:36,1 kommen? Ja, das ist Gold 3. Das sind die oberen 20%. Kann ich hier nochmal neu starten oder habe ich die Chance verpasst? Chance verpasst. Okay. Gut, dann gucken wir am Ende der Folge nochmal irgendwann rein, oder? Anscheinend habe ich die Chance wirklich verpasst. Ich kann hier... Ah, nee. Habe ich nicht. So, weiter. Fahren wir noch eine Runde. Also 1:35er Zeit muss drin sein. Ich glaube aber, dass die Wand zu berühren auch nicht unbedingt schlecht ist hier in diesem Fahrzeug auf dieser Strecke, weil du kannst halt mehr Schwung mitnehmen und du wirst ein bisschen abgefedert, wenn du gegen die Wand knallst. Du verlierst nicht so unglaublich viel Zeit und der Schwung übersteigt dann oft die Zeit, die du verloren hast beim Einschlag, also beziehungsweise die Geschwindigkeit. Oh, oben rechts sehe ich auch das Live-Delta, ja. Das Auto driftet aber so gut wie nur. Das ist halt ein bisschen Humbug, ne? Über eine Sekunde schneller. Das kriegen wir easy hin. 1:34er. Ich wollte es eigentlich nicht aussprechen, dass ein 1:34 das Ziel ist, aber das können wir auch noch schaffen. Nein! I'm raus. Na, das war natürlich nicht so gut. Schauen wir nochmal. Das ist die monatliche Challenge. Das heißt, aller Wahrscheinlichkeit nach dürftet ihr die auch nochmal machen können, wenn ihr Project Cars 3 spielt. Ich weiß gar nicht, wie viele von euch spielen denn über Project Cars 3. Sagt's mir mal gerne. Weil einige Leute verfolgen das Format sehr gerne. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute überhaupt selbst Project Cars 3 spielen. Ich würde mal als These in den Raum stellen, dass man tendenziell Games gerne guckt, die man auch gerne zockt.
Also teilweise ist es auch so, dass du halt ein Spiel speziell guckst, weil du es nicht zocken willst, wegen des Gameplays, sagen wir mal. Aber ich glaube, das wäre bei Rennspielen ein bisschen unsinnig. Das ist wahrscheinlich dabei so Story-Spielen mal der Fall. Irgendein Dude, der da random im Hintergrund Musik hört, läuft bei ihm. Anderthalb Sekunden. Die Linkskurve liebe ich, auch wenn die super anspruchsvoll ist. Ja, wenn man sie gut hinkriegt, dann mag man sie. Wenn man sie versemmelt, hasst man sie. Und die hat halt ein hohes Potenzial, dass man sie versemmelt. Ist ein bisschen wie ein Dark Souls Boss oder so. Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man es schafft. First try, aber sehr satisfying, wenn man es hinbekommt. So, es wird eine 1,34 low. So sieht das aus, ihr Lieben. Ja, schön. Wird auch immer wieder gefragt, wie wird man denn auf einer Rennstrecke schneller? Wie kann man die Ideallinie abschalten? Wir sind im Platin-Bereich. Wird immer wieder gefragt, wie wird man da denn schneller? Wie wird man da besser? Ich würde sagen, man hat es ganz gut gesehen. Beim ersten Mal bremst du zum Beispiel zu spät. Beim zweiten Mal bremst du vielleicht zu früh. Beim dritten Mal, da bremst du ziemlich gut. Und, jetzt habe ich hier tatsächlich... Ach, schade. Eine Aufnahme, bisschen versemmelt. Nicht schlimm. Demnächst spielen wir übrigens auch mal den BA10 Mono hier in Daytona. Aber 30 Versuche ist ein Daily Event. Aber genau, ich wollte erstmal gucken, wo ich hier positionstechnisch bin. Und genauso macht man es mit dem Einlenken, genauso machst du es mit dem Rausbeschleunigen. Und dann guckst du einfach mal und tastest dich immer weiter an die Limits dran. Ja, ich habe 11 Versuche unternommen und... Bitte was? Eins? Stimmt, ja, da sind zwei Leute, die allen anderen komplett vorne wegfahren. Ich habe eine recht simple Begründung dafür, gucken wir uns mal sofort an. Ja, also wir sind wieder unter den Top 10% der Leute. Ja, allerdings ein paar Seiten weiter hinten. Ich gehe mal auf Seite... Kann ich direkt auf Seite 5, 6? Weil ich habe jetzt RT gemacht und... Bleibe bei Seite 5 jetzt in dem Fall. Und gerade eben bin ich bei Seite 4 die ganze Zeit geblieben. Na. Nö, immer noch nicht. Also, sind es 10 Fahrer pro Seite? Dann bin ich unter den Top... Okay, ich bin grob so unter den Top 100, denke ich mal. Turbulenzen. Geiler Name. Ach, da sind wir. 91. Okay, ja, ist in Ordnung. Und um 90. zu werden, hätte ich 200stel schneller sein müssen. Ja, das geht voll klar. Gucken wir nochmal auf die Dudes auf den ersten zwei Plätzen. Die haben halt 1,23 und 1,24er Zeiten. Die sind 5 Sekunden... bis 6 Sekunden schneller. Also entweder die haben irgendwo einen krassen Corner-Cut gefunden, machen Wall-Riding, sodass es dem Spiel nicht auffällt und die Runde ungültig wird, oder irgendwas anderes ist los. Auf jeden Fall legit scheint das nicht zu sein. Aber hey, wir machen was, was legit ist. Und zwar fahren wir mit dem Porsche. Die Frage ist nur, wo? Fahren wir direkt eine Hot Lap? Sakito, könnte man machen. Dubai? Klingt eigentlich schön, ne? Machen wir. Fahren wir mal in Dubai ein Rennen. Mit unserem wunderschönen Porsche. Ich habe kurz versucht, das Lenkrad einzustellen. Das Problem ist, als ich das Lenkrad einstellen wollte, ist... Also, die Lenkung hat nicht so richtig gut funktioniert. Ich weiß nicht, woran das genau lag jetzt. Auto hat permanent gerutscht. Egal, in welche Richtung du gelenkt hast. Und danach bin ich auf den Controller wieder zurückgewechselt. Und ich konnte nicht mehr lenken. Keine Ahnung, was da los war. Und da habe ich alle Settings mal gelöscht. Damit ich das Lenkrad anschließen kann, erstmal den Treiber irgendwie neu installiert, weil
als ich so gelenkt habe, damit es versteht, okay, da passiert was, hat das Spiel immer gesagt, ja, mehrere Eingaben erkannt, wird abgebrochen. Und dann dachte ich mir, schade. Und dann habe ich irgendwann, wie gesagt, Treiber neu installiert, andere USB-Ports getestet und so weiter und so fort. Macht Probleme. Macht übrigens die Eingabe nicht nur hier Probleme, sondern auch woanders. Deswegen, naja, muss man mal schauen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir spielen erstmal weiter. Aha. Wunderschöne Kiste hier, ne? Wie viele Porsche hier auch unterwegs sind. Das ist ja super. Ist auch ein Porsche. Ach stimmt, sind ja deutsche Road B Autos, ne? Da ist ein AMG GTR. Sonst haben wir nur Porsche im Moment hier im Feld. Also ein paar AMG GTR. Ach, da haben wir noch einen anderen AMG. Lustig auch, dass ich jetzt gerade einen Porsche fahre mit einer Ferrari-Cap, ne? Ich mag es aber einfach, Leute zu verwirren. Oh, der Carrera GT. Der ist tatsächlich ein Road B. V10-Motor, die Kiste. Ja, okay. Zieh von dann, mein Lieber. Guter Exit hier. Hallo. Natürlich ist der random mitten auf der Geraden schneller. Natürlich kann er ein anderes Tuning haben. Oh, 254 hatte ich jetzt. 257 brauche ich. War ein bisschen hart. Wo habe ich die 257 eigentlich erreicht auf Stadtziel? Ja, glaub schon. Wir brauchen vor allem 257 km/h, Jeff. Habe ich die Automatik. Wait, ich habe Automatik, glaube ich, an. Ich habe die ganze Zeit selbst geschaltet, aber ich habe jetzt gerade Automatik drin. What? Das habe ich gemerkt, als er in den sechsten geschaltet hat. Okay, muss ich gleich abstellen. So, jetzt können wir es abstellen, ganz kurz. Meine Güte, ich habe halt hier alles auf Zurücksetzen gemacht, weil hatte sonst nichts anderes geholfen, dass ich halt wieder selbst normal fahren kann. Dass ich halt mit dem Steuerknüppel lenken kann. Analogstick. Analogstick.
Kannst du bitte meine Kurvenmeisterung nicht verhindern? Danke. Jawohl. Schönes Ding. Great driving. What a win. Fantastic job. Ja, läuft. Hat funktioniert. Ja, wieder drei Porsche GT3 RS hier vorne ran. Das ist natürlich super. Oh ja. Und fast direkt noch ein weiteres Level up. Das ist schön. 10% Upgrade-Rabatt. Ja, nice. Nice, nice, nice. So, was sind jetzt die nächsten Rennen, die wir fahren? Wir könnten ja fast schon zu Road B Spezial, ja. Oh, da können wir direkt mal das Breakout testen tatsächlich dann, was wir dann, oder? Ja, tatsächlich, mit dem GT3 RS. Ja komm, dann fahren wir hier mal eine Hotlap. Mindestens einen Stern müssen wir verdienen, das schaffen wir wohl, ne? Sonoma Raceway ist auch eine Strecke, die... Ja, denke ich mal, mir ganz okay zusagt zumindest. Mal gucken. Jo, gibt immer wieder aber auch mal Spiele, wo man sich so ein bisschen doof vorkommt, wenn man da mal mit der Steuerung versucht zu hantieren. Und ich finde es manchmal auch spannend, das zu beobachten. Weil es gibt Leute, die kommen dann mit bestimmten Games richtig gut klar, mit anderen gar nicht. Es gibt halt Leute, die kommen mit allen Games gut klar. Und das Lustige ist, das kannst du auch auf die realen Rennfahrer übertragen, ne? Das hat tatsächlich mir einen Punkt so ein bisschen madig gemacht, nämlich wo ich gedacht habe, okay, ich werde jetzt immer ein bisschen üben, auch mit dem Hintergrund, dass ich auch für realen Motorsport halt mir immer bessere Fahrzeugbeherrschung aneigne. Gewisse Sachen kannst du zweifelsohne übertragen, aber das Problem ist, die Rennsimulationen allein sind so unterschiedlich. Die Realität ist auch nochmal unterschiedlich, sodass du im Endeffekt halt teilweise, wenn du von Simulation zu Simulation wechselst, richtig viel vergessen musst von einer anderen Sinn und richtig viel bei der neuen Simulation wieder lernen musst, und das ist halt schwierig. Also zum Beispiel René Rast, mit dem, ich hab's jetzt ein, zwei, dreimal gesagt, ich weiß nicht, ob man's quasi scherzhaft aufgefasst hat, aber falls ja, dann ist es nicht so gemeint. Wir haben tatsächlich uns auch gut angefreundet, schreiben jetzt auch regelmäßig miteinander privat, und wir haben gemeinsam 24-Stunden-Rennen in iRacing gemacht, und in iRacing würde ich behaupten, ist er halt nie so richtig reingekommen, aber in Raceroom zum Beispiel, da haben wir die DTM-Events gemacht, und in Raceroom ist er eine richtige Granate, und entweder er kennt das DTM-Auto besser und bei Raceroom schmeckt ihm das dann ganz gut, oder aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass einfach iRacing nicht so nach seinem Gusto ist. Andererseits zum Beispiel Calvin van der Linde, der ist, glaube ich, in jeder Rennsimulation schnell. Oder es gibt dann auch, glaube ich, Leute, die halt in iRacing sehr gut sind und die können dann in ACC nicht so gut klarkommen oder in Raceroom oder wo auch immer. Das ist interessant zu bemerken, was für Unterschiede es gibt. Ich glaube, was man daraus ziehen kann, bei diesen ganzen Diskussionen, hey, spiel doch kein so und so und spiel doch das und das nicht. Und auch wenn ich persönlich zum Beispiel sage, mir gefällt Project Cars 2 überhaupt nicht, probiert's mal aus. Nur weil zum Beispiel iRacing euch nicht liegt, heißt es nicht, dass ihr im Simracing halt in keinem Rennspiel klarkommen werdet. Sondern das heißt im ersten Moment nur, dass ihr mit iRacing nicht klarkommt. Klarkommen werdet, wie auch immer. 60 seconds to smash as many targets as possible. Experiment with your routes. Find the best lines to get those speed bonuses. Und insofern probiert es einfach aus, ne? Wenn ihr wirklich. Also Project Cars 3 ist jetzt ein anderes Genre, würde ich sagen, aber geht ja heutzutage oft um Simracing. Und wenn ihr. Alter, was ist denn hier los?
probiert euch das auf jeden Fall aus. Immerhin 1500. Alright, direkt mal neu starten. Ich war total irritiert wegen der ganzen Routen. Okay, mal gucken, ob ich jetzt ein bisschen besser hier klarkomme. Hier hin dann. Alle, die Dinger kann ich auch umfahren, okay. Umfahren. Muss sie nicht umfahren. Ich kann auch umfahren, okay. Aha. Okay, 1300 Punkte waren es jetzt hier. Na, ernüchternd. Also es ist halt auch ein Modus, wo du halt auch irgendwann richtig gut planen musst, ne? Ist ja nicht schön. Falscher Helmcam, by the way. Was gibt's hier alles? Okay. Alright, da gibt's auch ein paar Punkte zu holen. Das ist auch ganz gut. Da kannst du auch noch mal kurz nach links einen Schlenker machen. Okay, ich probiere mich mal ein bisschen daran zu erinnern. So, ich fahre mal aus der Dachperspektive. Komm, ein bisschen mal was Neues. Schönes Ding. Die Kurve außen ist aber besser. Oh, 1760. Das war schon mal ein deutlich besserer Versuch. Alright, mal gucken, ob wir es jetzt noch mal ein bisschen besser hinbekommen. Ich vergesse immer, dass hier links noch zwei Stück sind. Wobei, lohnt es sich für die zu... Nein. Auf geht's, komm.
knapp. 130 fehlen da nur noch. Boah, wie kann man die denn einplanen am Anfang? Vielleicht nicht die Kreisel so stark mitnehmen. Einfach durchbrettern. Nein! Oh Gott, im zweiten war ich ja gut. Das wird vermutlich eher weniger was. Hm. 1780, obwohl es so schlecht war im Vergleich. Ja. Oh Gott, an ein, zwei Stellen muss ich auf jeden Fall noch ein paar Punkte mehr holen. So, jetzt. Das kriege ich jetzt hin. Okay, jetzt aber. Ich hab's versammelt, ich hätte da direkt reinfahren müssen. Hätte ich eventuell die da hinten noch erwischt. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich aber eine gute Route. So, let's go. Das Ding ist, man muss halt die 50er mitnehmen. Das gilt hierfür. Gilt genauso, aber auch einfach. Nein! 20 Punkte! Und ich habe gegen das Mikro gehauen, das tut mir leid, aber 20 Punkte! Oh Gott! Jetzt müssen wir es schaffen, come on! Thank you.
Haben 50er verpasst, das kann ich fast schon vergessen. Okay, direkt Neustart. Komm, das waren... Oh, das waren zwei so gute Versuche. Come on, jetzt aber. Schon wieder. 5 Punkte, Mann. Das kann's nicht sein. Das kann kein Mensch der Welt ernst meinen. Super schlecht. Ja, ich bin da viel zu schlecht mit den Donuts und ach egal. Komm jetzt. Nochmal. Jetzt schauen wir's. Jetzt nochmal. Wir machen das jetzt so lange, bis wir es schaffen. Auch wenn die Folge 2 Stunden geht. Och Mann, was für eine schlechte Kurve ich da gefahren bin. So, let's go. Yeah.
Zum Glück keine 2-Stunden-Folge. Gott sei Dank. Das hätte meine Nerven auch nicht ausgehalten. Oh Mann, ey. Ja. Das war's. Ja, ich hoffe, das hat euch super gefallen, ihr Lieben. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Daumen nach oben da. Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder einschalten. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Oder rein.